Hier zeige ich euch, wie ich den Genacker und den Genackerbaum auf meinem in 2020 gebauten 5 Meter Goat Island Skiff gerickt habe. Das Kennzeichen noch schwarz machen. Musst du das Kennzeichen dann schwarz machen? Irgendwo an einem dritten. Hier befestige ich zuerst den Segelkopf am Vorfall, am Genackerfall. Ich verwende dazu immer einen Palstick. Ungefähr einen halben Meter über dem Palstick an dem Fall sieht man einen Nachtknoten. Mit dem stelle ich die Höhe des Segelkopfs am Mast ein. Also wie weit der Segelkopf noch mit dem Fall vom Mast entfernt ist. Hier befestige ich den Genacker-Hals Auch cool, dann kann ich das als an Lehrvideo einer Leine, benutzen. die vom Bug über ein Auge im Genacker-Baum Also sonst wird das sehr durchgeschoren dumm. wird. Mein Beim digitales Ausfahren des nicht vorhandenes Genacker-Baums Berichtheft. hat der Segelhals dann die richtige Höhe über der Baumnock. Mit dem Abstand des Knotens zwischen Segelkopf und Mast sowie der Länge der unteren Leine kann ich den Durchhang des Genackers nachher festlegen. Die Schot, die ich hier verwende, die ist nur mal so temporär, die wird ersetzt durch eine mit passender Länge, die ist viel zu lang. Auf jeden Fall befestige ich das eine Ende der Schot mit einem Palstick am Schothorn. Fahre dann durch den Steuerbordhohlepunkt, durchs Cockpit auf den Backbordhohlepunkt und von dort wieder vor dem Mast zurück zum Schothorn und knote dort das andere Ende auch wieder mit dem Palstick Vom fest. Mast im Dreh, wenn geht, kommst du auch ein bisschen rum, aber von der anderen Seite. Der Hohlepunkt ist ein Dyneema-Loop, den ich in der richtigen Länge hergestellt habe, um ihn an dem Dollbord einzufädeln. Der ist also in Sekunden ran und weg gemacht. Wenn man den Genmarker nicht fahren will, dann ist der ratzfatz verstaut. Die Umlenkrollen selber, das sind Ratchetblöcke, Automatik-Ratchetblöcke, die allerdings für den Einsatzzweck mit dem Genacker bei weitem zu hart eingestellt sind. Justiermöglichkeiten gibt es bei dem keine. Also will ich wieder welche kaufen. Ganz einfache Umlenkrollen nehmen. Die hier, die hatte ich noch von meiner Förjolle als Spielumlenkschoten. Da waren sie richtig dimensioniert.
Jetzt schere ich das Pfeil, das vom Mast runterkommt, durch eine am Mast angebrachte Umlenkrolle. Hast du die Rolle hier und drauf? Dann durch eine Bohrung in dem Genackerbaumlager. Das sieht man jetzt hier. Nach vorne in eine Doppelrolle, die später dann den Genackerbaum beim Durchsetzen des Falls nach vorne zieht. Dadurch entspannt sich die Leine und ich kann hier dann durch diese Doppelrolle das Pfeil nach 8 dann wieder umlenken. So. Und das ist später das Ende, an dem ich ziehen muss, um den ganzen Genacker zu setzen und den Genackerbaum gleichzeitig auszufahren. Jetzt befestige ich die Luggerrahe am Pfeil. Dazu fahre ich mit dem Pfeil, das vom Mast runterkommt, durch ein Auge ungefähr in der Mitte der Rahe, fahre um den Mast rum und zwar so, dass die Rahe zwischen dem Pfeil, dass der Mast zwischen dem Pfeil und der Rahe eingeklemmt ist und befestige das Ende dann vorne an der Luggerrahe, wie man es hier sieht. Dadurch wird die Rahe nachher am Mast gehalten. Vor dem Setzen des Großsegels sollte man daran denken, die Downhole zu lösen, damit die Rahe oder das gesamte Rig hoch genug am Mast gesetzt werden kann. Sonst hat man später möglicherweise zu wenig Weg mit der Downhole, um das Vorlieg ausreichend durchzusetzen. Ja? Jo. Durchs Ziehen am Fall fährt jetzt der Genackerbaum aus und gleichzeitig wird das Segel gesetzt. Das ist relativ leicht möglich, da muss man jetzt gar nicht stark dran ziehen und der Genackerbaum bleibt in seiner Position auch fixiert unter Winddruck. Ja. Hier zeige ich, wie der Genackerbaum von Backbord nach Steuerbord und umgekehrt gefahren werden kann, und zwar mit diesem Leinensystem im Boot, das sich hier von der Sitzbank hinten aus bedienen lässt. Kannst du auch, ja, genau. Das sieht nach nicht viel Weg aus, aber es ist für den Trim des Bootes schon deutlich spürbar. Gerade wenn man ihn nach Lee rauslässt, kann man schon ein paar Grad höher am Wind fahren. Mit dem Genacker. Der Ruderdruck lässt deutlich nach. Eine weitere wichtige Sache ist, dass ich das automatische Ausfahren des Genackerbaums, wenn er mittig platziert wäre, mit der Konfiguration gar nicht realisieren könnte, weil er nämlich genau hier dann mittig vor dem Mast wäre. Das heißt, er würde dann beim Einfahren gegen den Mast stoßen. Ob sich der ganze Aufwand, diesen schwenkbaren Genackerbaum, der automatisch außen einfährt, anzubauen, gelohnt hat, für mich auf jeden Fall. Erstens mal war es eine tolle Erfahrung, das System so einzubauen. Zum anderen sieht man schon,
dass schon bei verhältnismäßig geringer Windgeschwindigkeit, also sehr viel höhere Bootsgeschwindigkeiten möglich sind. Das macht auch Spaß. Gerade auf unserem etwas schwachwindigen Revier bringt es schon viel. Ein ziemlich großer Vorteil ist, dass durch den nach links schwenkbaren Genackerbaum der Ruderdruck auf höheren Kursen sehr viel geringer ist und ich so den Genacker auch auf höheren Kursen fahren kann.